Moinsen Palmarillos, mein Name ist Sonic und ich habe heute ein paar richtig geile Tipps für euch, wenn ihr in den Brawl-Modus reinstartet. Das sind einige Tipps, die ich und die anderen Content-Creator gelernt haben. Wir haben ja 3 Tage nonstop diesen Modus gezockt, wie die Verrückten. Und es gibt wirklich, wirklich Sachen, die mir geholfen haben, viel, viel mehr Runden zu gewinnen, als ich verliere. Und diese Tipps will ich euch heute mal an die Hand geben. Mein erster Tipp ist, dass ihr bitte auf die Jungle-Minions achtet. Also mit Jungle-Minions meine ich diese großen Golem-Typen, die an dem Rand der Map stehen, also rechts und links, stehen jeweils 2. Ein goldener oder orangener, der lässt euch höher springen, und dann gibt es noch so einen Purple, der macht euch zum Beispiel größer und ihr habt mehr Tenacity und so weiter. Und in der Mitte sind ja auch noch die River Buffs, die spawnen ja auch, die River Buffs kennt ihr ja auch von der normalen Map. Die solltet ihr euch immer holen, wenn die up sind. Jetzt nicht irgendwie einen Teamfight verlassen deswegen und eure Mates im Stich lassen, aber sobald ihr ein bisschen Luft habt, geht sofort dahin und schnappt euch die, und wenn ihr könnt, klaut auch die von den Gegnern, weil wenn die Gegner die haben, haben die einen sehr, sehr krassen Vorteil. Wenn einer davon oder 2 Gegner mit so einem Jungle-Buff um die Ecke kommen, sind die wirklich viel, viel schwerer zu töten, und das kann so einen Kampf auf jeden Fall entscheiden. Ihr solltet auch einen Ward an diese Stelle stellen, weil die sind ja hinter so einer, Steinwand versteckt. Und man kann meistens nicht sehen, ob die jetzt gespawnt sind. Ähnlich wie wenn man auf der Duo-Lane spielt. Dann sieht man ja teilweise auch nicht, ob der Goldbuff wieder da ist. Und ja, da die halt hinter der Wand stehen, kann man das von unten auch nicht erkennen. Deswegen nehmt eure Wards und platziert die an den Jungle Camps, dass ihr die immer holen könnt, um sie vorteilhaft im Kampf einzusetzen. Nächster Tipp. Vergesst auf keinen Fall, die Minions in der Mitte zu last hitten. Ich weiß, der Modus heißt Brawl und alle rennen durch die Gegend und prügeln sich. Aber für jedes Minion, was ihr tötet, bekommt ihr erstens Gold und zweitens kriegen die Gegner einen Punkt abgezogen. Und das summiert sich natürlich. Klar, so eine Minion Wave, wenn ihr die einmal, wenn ihr 5 Viecher last hittet oder so, dann sind das erstmal 5 Punkte. Aber 5 Punkte ist halt so viel wert wie ein Kill. Und ich glaube, 5 Minions zu töten ist viel einfacher als einen Kill zu holen. Deswegen, die Minions sind umsonst. Ihr müsst einfach nur in die Mitte gehen und die kaputt machen. Vielleicht könnt ihr euch auch, wenn ihr derjenige seid, der den besten Wave Clear habt, im Team so ein bisschen darauf committen, in der Mitte die Last Hits zu holen. Ihr bekommt dann das Gold dafür. Und wie gesagt, ihr zieht den Gegnern im laufenden Band Punkte ab, ohne dass ihr groß was dafür tun müsst. In der Mitte der Map befinden sich 2 so Lebenspakete. Das sind so große grüne Pluszeichen. Die geben euch Leben und ein bisschen Mana wieder zurück. Da habe ich 2 Tipps für euch. Erstens, ihr solltet, oder 3 sogar. Erstens, ihr solltet die von den Gegnern klauen. Ja, also ihr habt ja einen auf eurer Seite und einen auf der Seite der Gegner. Und ihr solltet das immer stehlen, damit die Gegner sich nicht hochheilen können. Weil ganz oft versucht ein Gegner im Fight einfach sich dahin zu teleportieren oder sonst was. Und dann kriegt ihr halt Leben zurück. Zweitens, solltet ihr darauf aufpassen, wenn Mates in eurer Nähe sind, dann pingt erstmal auf das Lebenssymbol. Weil die heilen euch ja in der Gruppe. Also es ist ja so ein AOE-Healing. Und wenn ihr das quasi nur alleine nimmt, dann bringt das nicht so viel, wie wenn ihr eure Mates noch mitheilt. Das heißt, pingt dahin, wartet, bis vielleicht noch 1, 2 Mates auch auf die Plattform kommen. Nehmt das dann erst, damit ihr alle hochheilen könnt. Das bringt euch auf jeden Fall sehr, sehr viel im Fight. Und der letzte Punkt zu den Leben ist, merkt euch die Timer. Ja, also ihr solltet immer sehen, aha, das hat jetzt noch 8 Sekunden oder sowas. Dann spielt so ein bisschen in der Nähe, dass wenn ihr nach 8 Sekunden wieder auf die Plattform geht, ihr das Lebenspaket sofort einsammeln könnt. Und ihr eben nicht riskiert, dass die Gegner das einsammeln. Eine Sache, die mir im Kampf immer sehr geholfen hat, ist, dass man diese Steinwände, die auf der Map stehen, wirklich auch benutzt. Also manchmal kann man zum Beispiel mit Fähigkeiten oben drauf springen oder mit diesen Pflanzen, die in der Nähe sind, dann kann man oben drauf stehen, und teilweise ist das sehr, sehr gut, um als ADC zum Beispiel von oben runter zu schießen oder als Magier oder so, dann kann man sich da oben positionieren, weil dann kommt ein Grux oder ein, keine Ahnung wer, eben nicht so easy an dich ran, und die müssen dann auch ihre Mobility-Fähigkeiten einsetzen, um eben zu euch nach oben zu springen. Also das ist eine gute Sache. Außerdem solltet ihr euch auch immer um diese Wände so ein bisschen positionieren. Teilweise kann man, wenn ihr jetzt hier steht und die Gegner sind quasi hinter der Wand, dann kann man einfach so ein bisschen um die Ecke sneaken und die ganze Zeit ballern, wenn man jetzt ADC oder Magier ist, und danach kann man sich wieder hinter die Wand verziehen. Also ich würde nicht einfach um die Wand drumherum laufen und dann voll ins offene Messer rennen, sondern wirklich immer so versuchen, die Gegner zu der Wand zu ziehen und um die Wand drumherum zu spielen. Das kann auf jeden Fall den Outcome des Teamfights ausmachen.
Falls die gegnerischen Minions doch mal zu eurem Portal pushen, dann solltet ihr sie auf jeden Fall abfangen. Mit abfangen meine ich nicht einfach nur sie killen, sondern lauft wirklich straight zu den Minions. Die bleiben nämlich vor euch stehen und werden euch angreifen. Die gehen nämlich erst ins Portal, wenn kein Gegner mehr dazwischen ist. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Manchmal kommt ja auch ein Raptor mit einer ganzen Minion-Wave, dass dann eben 5, 6 Minions dabei sind, plus der Raptor. Und ihr wollt nicht, dass der Raptor in euer Portal geht, weil ihr dann 15 Punkte abgezogen bekommt. Deswegen, wenn ihr tanken könnt, ein bisschen Life seid, dann geht dahin, stellt euch einfach davor und tankt halt einfach den Damage vom Raptor und von den Minions und wartet, bis eure Mates kommen und euch helfen, diese kaputt zu machen, weil wie gesagt, ein ganzer Raptor plus den Minion Wave, das sind über 20 Punkte, die ihr da verliert. Das ist so viel wie 4 Kills und da solltet ihr auf jeden Fall das bisschen tanken. Das Problem ist ja auch nicht, wenn ihr ein bisschen Leben getankt habt, dann könnt ihr danach einfach in die Base gehen, weil die ist ja direkt hinter euch. Ja, also ist nicht so schlimm, da ein bisschen Damage zu taken. Einfach, dass die Minions die Aggro ziehen vor eurem Portal, dann kriegt ihr weniger Punkte abgezogen. Dann ein sehr essentieller Tipp, und zwar bleibt in der Gruppe. Porsche Cayman S, nee. Bleibt in der Gruppe, weil wenn ihr einzeln fightet, dann werdet ihr sehr schnell verlieren. Es gewinnen meistens die Teams, die sich wirklich als Fünfer-Team positionieren und als Fünfer-Team fighten. Das heißt, schaut mit einem Auge immer auf die Minimap, wo sind eure Mates. Ich hatte schon zum Beispiel ein, zwei Runden, da waren glaube ich die Shibby auch dabei, die ist immer alleine irgendwo auf der Map rumgelaufen, wo ich mir dachte, was will sie denn alleine machen? Will sie One-on-Ones fighten? Will sie Split-Pushen? Es gibt nichts zum Split-Pushen. Bleibt als Fünfergruppe zusammen und wenn ihr merkt, okay, der eine rennt gerade zum Riverbuff, der eine geht in die Base, dann zieht euch zurück, dass ihr nicht irgendwo gecatcht werden könnt, dann geht selber in die Base und spawnt auch dann immer zusammen. Also wenn ihr merkt, okay, zwei oder drei Leute von eurem Team sind gerade gestorben, dann wartet in der Base und groupt wieder zu fünft, weil meistens kann man die Fights wirklich nur zu fünft gewinnen. Das ist ein 5 gegen 5 Game und deswegen geht nicht dann irgendwie alleine raus übers Jump Pad und dann der Nächste und dann der Nächste und dann der Nächste und jeder stirbt einzeln, sondern bleibt einfach in der Base stehen, chillt kurz, ihr verliert vielleicht ein paar Punkte, aber in der Zeit, also alleine könntet ihr das sowieso nicht verhindern, dass ihr Punkte verliert, wenn die Minions in euer Portal laufen, aber ihr müsst euch dann wieder regroupen und warten, bis alle wieder da sind. Das dauert ja nur 10, 11, 12 Sekunden. Und dann könnt ihr wieder als gesammeltes Team reingehen. Also geht nicht alleine raus, sondern bleibt in der Gruppe. Ich würde euch auch empfehlen, keine Items zu bauen, die stacken müssen. Weil wenn ihr Minions töten müsst, um Items zu stacken, wie bei Absolution oder sowas, ist immer relativ schwierig, weil es gibt nicht genug Minions, dass du so auf deine 400 Stacks kommst. Deswegen würde ich dir empfehlen, in diesem Modus dir Ersatz-Items zu suchen, dass du keine Items baust, die eben eine Stack-Funktion haben. Was Items angeht, braucht ihr wahrscheinlich erstmal Items, die euch am Leben halten. Klar, man kann Full Damage gehen, wenn man gute Mobility hat, als ADC oder teilweise als Midlaner oder Assassine. Aber wenn ihr Nahkämpfer seid, dann müsst ihr sehr, sehr tanky sein. Ein Stun und ihr seid meistens tot. Also auch wenn ihr so ein bisschen Bruiser-mäßig Chimera oder sowas spielt, die bimsen euch sofort weg, wenn 5 Leute gleichzeitig auf euch draufgehen, wenn ihr engaged und euer Team nicht schnell genug nachkommt. Das ist halt meistens so ein Ding. Einer engaged, das Team braucht ein bisschen, bis das rafft, dass einer jetzt engaged ist, dann bist du meistens schon tot und dann ist es ein 4 gegen 5 Fight und dann verliert ihr den Kampf. Deswegen derjenige, der engaged, derjenige, der tanken muss, der muss auch wirklich tanky sein und Anti-CC haben und sonst was alles haben. Und ich lege euch Items ans Herz, erstens, die euch einen Burst-Schutz geben, die zum Beispiel, wenn ihr unter 40% fallt, ein Schild geben oder euch Leben geben oder was auch immer. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ihr solltet Items haben, die vielleicht auch ein bisschen heilen können. Also es lohnt sich zum Beispiel als ADC Lifesteal zu bauen, ja, oder als, keine Ahnung, als Midlaner vielleicht ein bisschen magischen Lebensraub oder sowas. Muss nicht unbedingt sein, aber es hilft, weil man eben nicht so viele Leben bekommt. Vor allem, wenn man keinen Heiler im Team hat. Also wenn du keinen Nabesh, Muriel, Face oder sonst was im Team hast, der dich heilen kann, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass man das selber irgendwie macht. Sonst muss man andauernd in die Base gehen, weil du gepokt wirst. Und immer wenn du in die Base gehst, ja, verlierst du natürlich die Teamkämpfe, weil die dann einfach weniger sind als ihr auf dem Schlachtfeld und das ist dann nicht so geil. Außerdem verliert man dann die Buffs, die an der Seite stehen und so weiter. Deswegen ist es eigentlich immer gut, dass man ein bisschen sich wieder hochheilen kann, wenn man auf der Map ist. Und weil ich ja auch gerade schon die Heilung angesprochen habe, würde ich euch empfehlen, auch immer vielleicht sogar zwei Supporter mit ins Team zu nehmen. Denn Heilung ist sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, wenn die Gegner euch nicht killen, wenn von euch niemand stirbt, dann kriegen die auch keine Punkte. Dann kriegen die halt nur ein paar Punkte von den Minions. Und die Minions kriegt man natürlich schneller ins Portal, wenn das Team
weggepusht wird, dass sie wieder in die Base gehen. Wenn du aber nie in die Base musst, weil ihr eine Nabesh oder eine Muriel oder so dabei habt oder eine Face, die die ganze Zeit alle hochheilen kann, die eben Heiler-Items dabei hat, dann ist es umso geiler, dass man ja, eben die ganze Zeit auf der Map bleiben kann oder länger auf der Map bleiben kann. Man kriegt mehr River-Buffs, man kriegt mehr Jungle-Minions, man kriegt mehr Minions in der Mitte tot, man gewinnt mehr Fights, weil man eben sich nicht runterpoken lässt. Deswegen, ich würde niemals ein Team ohne ein oder zwei Supporter spielen. Und da wünsche ich mir natürlich auch, dass noch mehr Heiler-Supporter ins Game reinkommen, weil einen Richter oder einen Steel-Support bringt er jetzt natürlich auch nicht so viel, sondern ihr solltet eher Supporter bauen wie Muriel, Face oder Nabesh, eigentlich in jede Runde mitnehmen, weil das ist super Gold wert. Wie gesagt, wir hatten mal eine Runde, da waren Muriel, Face und Nabesh im Gegnerteam plus Morigesh und noch irgendein, glaube ich, irgendein Tank. Die haben uns so auseinandergenommen, wir konnten die nicht killen, weil die sich so hoch geheilt haben, obwohl wir alle fünf Leute Anti-Heal hatten. Es hat nichts gebracht, die haben so viel geheilt, da war nichts mehr zu tun. Der wichtigste Moment eines jeden Kampfs ist fast immer der Beginn des Kampfes, ja? Also wenn der Tank oder wer auch immer initiiert, quasi mit einer Steel-Ult reingeht oder einen Chimera springt rein oder sonst irgendwas. Darauf müsst ihr achten. Also ihr müsst immer gucken, was macht gerade der Tank. Geht er jetzt rein, dasht Severog rein, wird da jemand geroutet und dann müsst ihr sofort bereit sein, auch mitzugehen. Ihr seht ja ungefähr, wie die Situation aussieht. Braut sich da gerade ein Teamfight zusammen oder sind alle gerade irgendwie so auf der Map unterwegs? Und wenn der Fight startet, wenn der Tank reingeht, dann müsst ihr da sehr, sehr schnell reagieren. Ihr solltet auch immer als Tank die richtige Situation abwarten. Also geht nicht irgendwie overextenden oder sowas. Chillt einfach so lange, bis der Tank oder der Initiator eures Teams, ist halt wichtig, dass ihr einen habt, dass der einen guten Moment abpasst und dann reingehen und dann müsst ihr ready sein. Wenn jetzt zum Beispiel eine Steel-Ulti an den Start geht und ihr seid Gideon, dann wisst ihr, dass ihr sofort nach der Steel-Ulti rein ulten solltet. Oder eine Muriel seid ihr, dass ihr sofort rein hinterher ulten könnt für den Knockup und so weiter und so fort. Macht euch da einfach ready und bleibt nah bei eurem Tank. Also nicht, wenn der Tank reingeht, dass ihr dann neben dem steht, sondern dass ihr in Reichweite eures Tanks seid, dass der euch beschützen kann und ihr den Tank beschützen könnt und dass, wenn der initiiert, ihr hinterhergehen könnt, um zu kämpfen. Weil es gibt nichts Frustrierenderes als, für den Tank, als wenn der reingeht und dann, keine Ahnung, 5, 6, 7 Sekunden im Fight ist und dann stirbt und niemand ist nachgezogen, weil die einfach zu weit weg standen oder halt einfach nicht schnell genug geschaltet haben. Das sind oft sichere, geile Teamfights, die ihr da taken könnt. Aber wenn ihr einfach nicht mitkommt und irgendeinen euren Initiator sterben lasst, das macht ihr 3, 4 Mal, dann ist der so behind, dass er schnell platzt und eben ja, ihn nicht mehr so gut tanken kann. Dann verliert ihr das Match. Also guckt auf euren Tank, wartet, bis der engaged und geht mit, helft ihm, seid aktiv, macht Schaden, weil sonst verliert ihr die ganzen Fights. Der nächste Punkt knüpft da an, und zwar solltet ihr auch immer an euer Positioning denken. Fragt zu jeder Zeit, stehe ich hier, wo ich gerade bin, gerade richtig? Wenn ihr jemand seid wie einen Howitzer oder den Iggy, die sehr, sehr weit hinten stehen können, dann ist das in Ordnung. Als ADC müsstet ihr schon in Auto-Attack oder in Basic-Attack-Range sein, damit ihr auch Schaden machen könnt. Und schaut euch auch immer an, wo ist gerade der Gegner, der mich am meisten oder am ehesten töten könnte. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Kalari oder einen Feng Mao haben, dann schaut euch an, wo steht dieser Feng Mao? Wo kann ich mich hinstellen, dass Feng Mao mich nicht vielleicht einfach anspringen kann, dass ich bei meinen Mates in der Nähe bin, dass ich vielleicht bei einem in der Nähe bin, der einen Stun hat, der mir möglicherweise helfen kann, wenn Feng Mao mich anspringt und so weiter und so fort. Ihr solltet immer wirklich euer Positioning im Auge behalten und die größte Bedrohung immer so weit wie weg von euch, so weit weg wie möglich von euch halten, deutsche Sprache, schwere Sprache, weil so rettet das euer Leben. Wenn der gegnerische Tank euch initiated, dann solltet ihr den Tank meistens auch ignorieren, weil die meistens nicht so viel Damage machen, sondern dann stattdessen die Backline der Gegner angreifen. Also schnappt euch den ADC, schnappt euch die Assassinen, schnappt euch die Midlaner, schnappt euch alle, die squishy Targets sind und viel Schaden machen, als allererstes und ignoriert den Tank. Ganz oft sehe ich, dass viele Leute auf den Tank gehen, weil der halt gerade in Reichweite ist und man denkt, ja komm, wir gehen jetzt alle auf den Severog, der 4600 Leben hat, und die anderen lachen sich ins Fäustchen, weil die einfach nur 2 Meter ransteppen und dann kriegt ihr deren komplettes Kit in den Arsch geblasen. Schaut einfach, dass ihr den Tank so ein bisschen ignoriert, wenn der euch initiiert. Lasst ihn stehen, geht an denen vorbei und knüpft euch das schwächste Ziel der Gegner sofort vor, weil das sind die Leute, die am meisten Damage machen, meistens. Und der letzte Punkt auch schon, den ich habe, ist, campt nicht vor der Gegnerbase. Es ist immer sehr verlockend, dass man die Leute direkt killt, wenn die rauskommen, oder die Minions direkt abfarmt, wenn sie rauskommen. Das kann auch mal eine Zeit lang gut gehen, aber sobald wieder alle 5 Gegner leben und die dann zu 5 rauskommen und ihr dann halt nur noch mit Half-Life da vorne steht, weil ihr den letzten Kampf gerade so gewonnen habt, dann kriegt
kriegt ihr auf die Mütze und dann ist alles, was ihr gewonnen habt, wieder verloren. Das heißt, solltet ihr einen Kampf gewinnen, seht zu, dass ihr die Gegner, Minions, tötet und eure Minions, also die aktuelle Wave, in den Tower pusht. Und dann geht auf dem Weg zurück, seitwärts an den Lanes vorbei, nehmt alle Jungle Buffs mit, die da stehen. Also nehmt den alles weg, nehmt das grüne Plus in der Mitte weg, nehmt, wie gesagt, alle 6 Jungle Buffs mit, die da auf der Map sind. Und dann portet euch zurück, heilt euch, kauft Items und geht dann wieder gestärkt in den Kampf. Weil dann habt ihr erstens den Schaden gemacht, ihr habt deren sämtliche Ressourcen, also die Buffs, genommen. Und ihr seid wieder vollkommen aufgeladen und kommt stärker in den nächsten Kampf. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass ihr den nächsten Kampf gewinnen könnt. Und wenn ihr das halt ein paar Mal hintereinander so macht, dann werdet ihr immer stärker und immer besser, kriegt Level Advantage und gewinnt eigentlich so gut wie jedes Match. So, das waren meine Tipps für Brawl. Ich hoffe, ihr findet auch noch ein paar Tipps raus, dass wir davon noch ein bisschen lernen können. Der Brawl-Modus ist ja jetzt nicht so mega umfangreich und die meisten Sachen, die auf dem Brawl-Modus übertragbar sind, kommen ja sowieso von den normalen Teamfights aus dem normalen Standardmodus. Hier ist es ja so, dass wir sehr, sehr gut Teamfights üben können. Das heißt, alles, was ihr hier lernt, solltet ihr auch in den normalen Standardmodus übertragen. Da sind es halt viel, viel weniger Teamfights, aber ihr seid einfach dann besser dran gewöhnt zu Teamfighten, wenn ihr eben ja, das so benutzt. Gut. Dann bedanke ich mich fürs nächste Mal. Hier blende ich euch mal meine Predecessor Guide Playlist ein. Da sind alle meine Guides zu Predecessor drin. Schaut da einfach mal rein. Da sind sehr, sehr viele gute Videos drin, die euch weiterhelfen werden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben und stay pam. Ciao.